Hallo, grüß euch, ich bin's, der Walter von Sportlena. Ich möchte euch heute mal eine ziemlich coole und innovative Geschichte vom Topic vorstellen, hört auf den Namen iGlow Technology oder halt iGlow Technologie. Ist eigentlich ziemlich interessant, schaut sich das an, viel Spaß damit und man dimme das Licht! Anfangen möchte ich gleich einmal mit dem AeroWedge vom Topic. Viele Leute haben und kennen das Problem, vor allem die Rennradfahrer mit Aero-Rennern, wo tue ich das Licht hin? Und das ist ganz intelligent, weil das ja, vereint einfach zwei Sachen auf einmal, Satteltaschen und Licht. Und wenn ich da jetzt einmal den Knopf drücke, sieht man gleich, worum es geht und was das für einen Wirkungsgrad hat. Da drinnen ist eine 0,5-wattige LED, die auf Fiberglaselement leicht und somit hat man halt wirklich einen schönen Wirkungsgrad, schaut, wie ich finde, ziemlich funky aus. Gibt natürlich zwei Modis, einmal durchgehend leuchtend, gibt einmal den Blink-Modus in durchgehend leuchtend, leicht ca. 50 Stunden, in dem Flashlight-Modus ist dann eigentlich so, dass ca. 100 Stunden leicht. Es wird jeweils mit Batterien ausgeliefert, es sind da drinnen 2232er Knopfzellen, die man super leicht wechseln kann. Ja, haben den Job gut erledigt, muss ich sagen. Super leicht zum Montieren, super leicht zum Demontieren. Kriegt von mir eigentlich für die Innovation wirklich 100 Punkte. Das nächste Mitglied in der iGlow-Familie ist dann die Mini-Rocket, wie wir es da haben. Vereint auch wieder zwei Sachen auf einmal. Ist einerseits eine Luftbombe, andererseits natürlich, wie man es da sieht, geschickt zurückgejagt. Kann man wunderbar wieder auf jede x-beliebige Sattelstützen montieren. Sprich, jeder Rennradfahrer, jeder Mountainbiker sollte mit dem Ding überhaupt kein Problem haben. Geht sich super leicht aus. Und wie wir es da haben, ja, vereint einfach, wie gesagt, die zwei Sachen wieder auf einmal. Funktioniert von der technischen Seite her eigentlich wieder genauso wie die AeroWedge-Satteltaschen. Wir haben ein transparentes Gehäuse. Drinnen ist ein Fiber-Element, das auch wieder von einem LED bestreut wird. Somit schaut das eigentlich aus wie ein kleines Laserschwert. Ja, hat auch wieder zwei Funktionen. Einmal durchgehend leuchtend, einmal natürlich in den Blink-Modus, wie wir es da haben. Ja, super cool gemacht, super einfach. Top-Teil. Der dritte im Bunde ist dann der Defender iGlow X. Wie man da recht schön sieht, man hat in dem kompletten Rücken von dem Kotflügel die riesig lange Fiber-Element-Schiene herinnen, die auch natürlich wieder von einem LED bestreut wird. Ja, und man sieht da natürlich sofort, das hat einen unglaublich coolen Wirkungsgrad, es schaut extrem modern aus und es wird oft ganz anders wahrgenommen wie jedes x-beliebige Rücklicht. Ist super schnell zum Montieren, super schnell zum Demontieren, passt auf jedes x-beliebige Rennrad. Bin absoluter Fan von dem Ding. Das Einzige, was ich nur ein bisschen vermisse, ist, ich hoffe, dass in Zukunft auch was rauskommt für Mountainbike oder für ja, verschiedene Trekkingrad natürlich, Crossbikes. Ja, ansonsten ist das der absolute Wahnsinn, schaut voll spacig aus und ja, kommt mal vorbei, schaut sich das an. Wir haben die Dinger immer im Shop. Ihr könnt sich das gerne mal ausleihen, wir haben natürlich immer was zum Testen da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Pfiat euch.